Ja, willkommen zurück zu Pokémon Spirit, ein Pokémon-Fangame von Iris Place und Osoma LP. Und ich habe jetzt offscreen nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass als ich ein Raupi zu einem Safcon Level 7 entwickelt und nicht mit Level 10, wie es hier der Fall ist. Ein Safcon entwickelt sich mit Level 10 zu einem Smetbo. Und hier hat es sich aber erst mit Level 10 in Safcon entwickelt. Keine Ahnung warum. Osoma wird es mir wahrscheinlich erklären. Oder vielleicht hat er es auch schon unter dem vorigen Part. Ich mache hier nämlich ohne Umschweife erst einmal weiter. Gut. Ja, dann wollen wir hier mal schauen. Wir sind in Route 3. Und mal gucken. Ja, Skiddy. Und ja, komm. I am a new Pokémon Trainer. My Skiddy loves this route so much. It's nice that this facility exists. It makes this way much more comfortable. Okay, keine Ahnung, was er damit jetzt meint. Mit was für eine Facility. Okay, auf jeden Fall. Achso, wahrscheinlich wegen dieses. Weil man sich hier heilen konnte, ne? Wahrscheinlich deswegen. How did I end up here? Das weiß ich doch nicht. So, wie heißt du jetzt hier? Was? Hacker. Okay, wahrscheinlich Däne oder Norweger oder was? Gut. Oh, jetzt haben wir hier gerade Safcon. Ich denke mal, es ist nicht sonderlich klug, mit einem Insekten-Pokémon gegen ein Vogel-Pokémon zu kämpfen. Dann nehmen wir mal das Film. Muss ja auch mal wieder hier aufgelevelt werden. Ne? Also Erfahrungspunkte bekommen. So. Ah, das hasse ich immer. So. Einfach hier mal Ember verwenden und dann. Na gut. Ja gut, ist verbrannt, aber hat nicht so viel Schaden gemacht. Tackle hier. Ist auch mehr Schaden gewinnen, oder? Ja, geht so. Ja. Vielen Dank aber auch. Du verbrennst sowieso. Egal, ob jetzt hier schläft oder nicht. Du verbrennst jetzt gleich hier. Tja, das kommt aber raus. So, ja, und besiegt und I don't get this game. I don't know if I am dreaming. Hä? Okay, ist irgendwie seltsam. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier weitergehen soll oder da geht es ja rechts unten hier auch noch weiter dann, ne? Aber ich schätze mal, hier geht es irgendwie weiter, weil das wirkt so. Oh, noch ein Trainerin hier in diesem Fall. Oh my, this river could lead to a big hint. Maybe I should send one of my people to dive into it. Cherry berries, ja. Nehmen wir mal. Flippen wir mal. Ja. The soil returned to its soft and earthy state. Okay. Nehmen wir mal alle mit hier. Ernten wir mal alle ab hier. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt erstmal jetzt links weitergehen soll. Oder ob ich lieber erstmal da rechts unten da. Aber ich hasse es, wenn es mehrere Wege gibt, weil ich mich denn mal nicht entscheiden kann. Also, wenn es nicht blind ist, natürlich dann nicht, ne? Aber blind ist wiederum was anderes. Quality over quantity. Da hast du recht. Ja, das meint er wahrscheinlich, weil er nur ein Pokémon hatte, oder was? Moment mal, kann dieser. Das will ich mal ausprobieren. Immer mit Bugbite angreifen hier. Oh, er kann sogar mehr als Platscher. Tackle kann er auch. Bugbite macht mehr Schaden, obwohl er ein Level. Komm. Wir wissen ja, sagt man ja auch auf. Er braucht ja auch Erfahrungspunkte. Und ich gehe gleich nochmal zurück. Weil ich gucken will, was da unten rechts unten ist. Vielleicht ging es da ja auch nicht so sehr weiter, weil hier geht es jetzt extrem weiter. Dann gehe ich nochmal zurück und komme an dem Haus vorbei. So, ja, wow. Level 11 erreicht hier. Sehr schön. Maybe I should catch more Pokémon. Das würde ich dir auch raten. Today is a nice day, but not if you've gotten no Pokéballs. Oh, hat mir ein Great Ball geschenkt, einfach mal so, ja. Sagt er jetzt noch irgendwas anderes? Today is a nice day. So, die Brücke. Ja, über die Brücke werde ich dann gleich. Oder
mal gucken, wann gehen. Erstmal will ich mich doch weiter hinten umschauen. Und außerdem brauche ich noch einmal hier Heilung für Safcon insbesondere. Er braucht ja auch viele Erfahrungspunkte. Aufgrund der Tatsache, dass ich ja ein Smetbo haben möchte dann. Ja, komm. So. Jetzt schaue ich mich doch mal. Vielleicht ging es da ja auch nicht. Ich bin ja nicht weitergegangen da rechts unten. Also da muss ich aber ganz schön einen weiten Weg hier wieder zurücklegen. Aber es ist, bin ich ja selber schuld, wenn ich so neugierig bin. So. Hier weit hier durch. Okay. Bin auch, denke ich mal, gleich da, ne? So, hier, ne? Nee. Bisschen weiter noch. Noch ein Pichu fangen? Okay, hier habe ich auch noch. Hier ist ein Item. A Potion. Okay. Schau mich hier noch ein bisschen um. Ja, da kommen ein paar Kämpfe. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, Skitty Level 2. Ja, das wird, denke ich mal. Boah, ja, trotzdem schneller als Safcon. So, schauen wir uns mal hier um. Okay. Da ist soweit nichts weiter. So. So, hier ist eine Trainerin wahrscheinlich, ne? Oder? Ne? Excuse me, but you cannot go here. Why? There's a massive storm on Route 10. Okay. Da geht's also zu Route 10. Aber wenn ich jetzt an ihr vorbeigehen möchte, sagt sie bestimmt dasselbe nochmal, ne? Okay. Ja, hätte ich das gewusst. Ne, wäre ich doch ein bisschen weitergegangen im letzten Part, ne? Also im vorigen Part, ne? Denn hätte ich jetzt nicht diesen Weg gehen müssen. Außerdem habe ich keinen Bock, nochmal gegen Pichu zu kämpfen. Okay, ja, dann geht's jetzt hier weiter. Okay. Von hier aus Kampf jetzt hier. Metapod. Ah, jetzt Level 8 hier. Kaum Schaden. Was, wenn ich jetzt Bugbite verwende hier? Boah! Critical Hit, natürlich! Okay, Bugbite macht mehr Schaden. Und Critical Hit. Ah, ja, ordentlich Erfahrungspunkte. Gegained. So. Es hat aber Safcon wieder ordentlich Schaden genommen. So, hier waren ja die beiden. Hier war auch nichts, ne? Denn der ging's ja wieder zurück. Da ging's wieder zurück. So. Ach ja, hier ging's ja auch nicht weiter. Ich musste hier unten. Stimmt, so war das. Ich musste hier unten und dann links. Aber hier diese Angler noch. Genau. Okay. Na, kriegt er das auch noch hin hier mit Bugbite? Oh ja, super effektiv sogar. Gut zu wissen. Gegen diese Hasen ist er ganz gut hier. So, dann wollen wir jetzt hier mal weiter auch. Mal kurz auffrischen hier noch. Das geht ja hier schnell. So, einmal hier mit ihr sprechen. Ja. So. Alles klar. So, gegen den habe ich ja schon gekämpft. Ich war ja die Brücke, glaube ich, ne? Als nächstes zu überqueren. So, ganz schön weiter Weg hier, ne? Wenn man es so bedenkt hier alles, hier, wo es hier überall entlang geht. So, da ist noch eine Trainerin, ja. What's cuter, me or my Pokémon? Das. Ja, muss ich jetzt mal dich anschauen. Und dann deine Pokémon. Ja, das war cute. Ja, geht so, ne? Das ist so ein böser Blick irgendwie. So, dann wollen wir mal hier Bugbite. Das wissen wir jetzt. Bugbite ist ganz gut. Ja, schönen Dank aber auch.
Das ist, ja, natürlich, Critical Hit. Warum auch nicht? Komm. Das nicht auf mir sitzen. Wo ist hier Medizin hier? Potion. Use for... Die hier. Hä? Hä? Das war jetzt feige. Aber okay. So, jetzt aber bitte hier Bugbite und nicht irgendwie, zurückschrecken. Eich, das ist so scheiße, das ist so unfair. Diese scheiß Biss, Attacke. Oh, jetzt darf ich wieder hier, das ist so dumm einfach nur. Ich hasse das einfach. Nun mach. Nein! Oh, meine Güte! Feigt einfach so. Na, scheiße. Reicht ja nicht aus. Hätte ich mir auch sparen können, diese eine Potion. Ja, gut, dann eben, keine Ahnung. Skiddy oder Taylor? Ah, Skiddy braucht Erfahrung. Ja, Pichu könnte ich auch, ne? Nehme ich gleich Pichu mal. Beim nächsten Kampf erstmal, mach hier erstmal fertig hier. Mit Tackle. Boah, da zieht doch ganz schön was ab hier, aber meine Güte. Ja, kann ich ja mal mit Pichu hier. Gucken, was Pichu so alles kann. So. Thunder Wave. Sweet Kiss. Tail Whip. Das sind doch eigentlich. Das sind doch alles eigentlich nur Statusveränderungsattacken. Was Thunder. Oder ist Thunder Wave. Mach das auch. Nee, jetzt mal. Paralyse, ne? Was zum Geier? Der kann ja überhaupt nichts hier. Charm? Bringt auch nichts, oder? Mit Kiss? Verwirrung. Ja gut, das ist ganz gut. Ja komm. Das bringt ja alles nichts hier. Dann nehmen wir Taylor. Eck hier und dann. Was geht die? Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Girl. Ja, ich muss sagen, das war jetzt ein ganz schön heftiger Kampf. Aber jetzt mit Ember kann ich das. Das geht die ja eigentlich ganz gut. Ja, von mir aus. Nochmal Ember. So. Ja, muss ich sagen, das war ganz schön Hammer. Ich muss jetzt gleich wieder zurück zum Auffrischen gehen. Don't ignore me. Also kann es sein, dass ich irgendwie ein bisschen unterlevelt bin? Achso, nein, mal mit dir sprechen hier. Could you just answer? Nö. So. Da muss ich sagen, ja. Aber es ist... Ich, zweimal zurückgeschreckt. Nee, dreimal sogar zurückgeschreckt, ne? Hier. Wegen Biss. Ja, komm. Und einmal hier Potion. Verschwendet, weil sowieso nichts brachte. Deswegen verwende ich eigentlich ungern Heilungen. Erstmal bin ich geizig, weil ich diese Heilungs-Items sparen möchte für wirklich dann die harten Kämpfe, die dann eventuell auch noch kommen werden. Und eben, weil, ja,
manchmal auch nichts bringt. Okay, ja, dann gucken wir uns hier nochmal um hier. Mal schauen, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Oh, meine Güte, es ist ein weites Feld hier. Hier unten. Hier hätte ich auch... Ja, nee, Moment. Hä? Erstmal so weit, wie es geht hier. Natürlich, jetzt muss ein Vogel-Pokémon kommen, jetzt da ich hier ihn habe. Das ist natürlich mal wieder typisch. Komm, Duskrow, switch in. Ja, komm jetzt. Fight und Ember. Okay. Oh, hier gibt es wieder Beeren. Ohrenberries. Ja, nehme ich mit. Dann natürlich. Ernten wir hier auch alles ab. Come on, meine Güte. Warum kann nicht. Muss das jedes Mal dieser Text kommen? Kann man das nicht einfach überspringen? Also ihr hattet Spaß beim Einbringen von Grasbüscheln. Das habe ich schon gemerkt hier. You want this item so badly, don't you? Achso, wenn ich sie besiege, dann bekomme ich ein Item. Julia. Halo. Natürlich! Am Anfang Halo. Klar, weil ich am Anfang Saftkorn habe. Ich muss Saftkorn ja aufleveln. Das ist das ja eben. Ember. Und einmal Tackle hinterher. So. About to send Weedle. Achso, das ist doch hier Hornlio, ne? Dann macht es Sinn, Taylor einzuswitchen hier. Ah, genau, Peck. Einmal Peck und das war's, glaube ich, oder? Aufgepickt hier, dieses Insekt. Peck! So. Just take it, ja. Dann gib mir es. I hope it's an antidote. The heck? Verarschung hier. Ach so! Das! Ach so, das hier, das Item meint sie. Ich dachte, ich würde jetzt von ihr ein Item bekommen. Wenn ich sie besiege, dass ich durch, wenn ich sie nochmal anspreche, habe ich ja schon von einigen Items bekommen. Das dachte ich wäre jetzt der Fall. Aber das ist so, dass, hier ein Item rumliegt. Da möchte ich mich mal informieren darüber. Das war Sweet Candy hier, ne? Da wollen wir mal schauen, was das, hier macht. So. Das. Ein Item for you. Oh, Mensch. Ich habe hier noch so einige. Sachen, die ich ja ausrüsten kann, ne? Warum habe ich das übersehen? An item for use on Pokémon. It slightly increase the base attack. Single Pokémon, aha. Paradies Heal. Ja, das ist Antidote, ist ja Gegengift. Super Potion. Rare Candy. A candy that is packed with energy. It raises the level of a single Pokémon by. Ach so, das ist diese Sonderbonbon. Sonderbonbon ist das. Ah, okay. Die heißen hier Sweet Candy. Interessant. Ja. Ihr weiß, ich glaube, bei dem war es auch Bugbite, ne? Dass das gut gewirkt hat. Ja, komm, einmal hier. Ja, von mir aus. Immer noch die üblichen Verdächtigen. Also ich habe bisher noch keine anderen Pokémon sehen können. Außer im Wald, da gab es Käfer und sowas. Aber so, dann nochmal hier Bugbite. Zack, 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 zack. So,
Deckel einmal. Oh, hätte ich das gewusst, dass es so wenig Schaden macht. Jetzt ist es sowieso egal. Ah, jetzt macht der Critical Hit, jetzt wo es nichts bringt. So wie in hier Kristall. Da war es auch immer am Ende, wenn er noch ein bisschen übrig war, dann plötzlich Critical Hit, da wo es eigentlich gar nichts mehr bringt. So. Ja. Erfahrungspunkte sind immer wichtig. So, und jetzt gab es ja hier auch noch eine ziemliche Graslandschaft hier. Ah, nee, hier nicht, sondern hier links noch weiter. Warte mal, gab es hier. Gab es oben noch eine Abzweigung? Nee, ach so! Nee, stimmt! Hier bin ich ja gerade noch erst. I lost my bag in the river. Ach, und ich soll den. Soll jetzt. Sie für dir. Ja. Dir sie wiederholen und ich habe mich geweigert und dann sagst du. Oh, ne, wenn du mir nicht holst, dann kämpfe ich gegen dich. Jürgen! Oh, Jürgen! So. Denke mal, der kann mehr als. Was ist, wenn ich hier Backbite verwende? Hab ich schon mal ausprobiert. Das macht nicht so viel Schaden. Ne? Aber ich glaube. Nee. Wir tauschen mal rein. Ich hätte jetzt Pichu ganz gerne genommen, aber hat ja keine Angriffsattacken. Das wird auch keinen Sinn machen, weil wir ein Wasser-Pokémon haben hier. Hätte auch Taylor Sinn machen hier, ne? Natürlich Critical Hit immer! Dauernd! Flügelschlag habe ich doch gar nicht ausprobiert. Macht ganz schön Schaden, ja? Noch ein Magikarp? Nö. Ich hier, ohne Unterbrechung weiter hier. Wing Attack hat sich ja gut bewährt hier. So. Ich hätte ruckzuck machen sollen. Naja, egal. Level Up hier für Taylor. Level 15. Just let me be. Whenever you are near me, I only catch an old shoe. Das heißt, ich bringe dir Unglück oder was? So, jetzt müsste es eigentlich gleich. Gab es jetzt zwei Wege oder. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Also hier war ich ja über die Brücke, da habe ich ja gegen sie gekämpft mit ihren cute Pokémon dann. Achso, und hier, ne? Hier ist erstmal ein Weg. Der führt mich da weiter. Die sieht bedeutungsvoll aus. Deswegen könnte ein härterer Kampf, denke ich mal, werden. Aber ich will mich hier nochmal umschauen, ob es hier noch was zu finden gibt. Siehst du? Es gibt hier was. Eine Potion. Die Potion, die ich verschwendet habe, habe ich wieder. So, ich würde sagen, wir sehen uns direkt hier im kommenden Part wieder. Ich werde nochmal zurücklaufen offscreen und mich heilen und dann werden wir uns hier wiedersehen. Bis zum nächsten Part dann. Bis dann. Tschüss.